Leute und willkommen zu einer kleinen Eilmeldung, so zum Mittwochnachmittag, mal wieder aus dem Traktor von unterwegs und wir reden mal wieder über eine Thematik, die ist jetzt nun alles andere als neu, eher so in täglich grüßt das Murmel, Verzeihung, Messertier und sie führt uns einmal mehr nach Mannheim. Das gleiche Mannheim, in dem letzte Woche bereits eine ziemlich bestialische Messerattacke mit offenbar mutmaßlich religiös motiviertem Hintergrund stattgefunden hat. Da scheint man nicht zur Ruhe zu kommen, im Gegenteil, da gab es nun am gestrigen Abend eine weitere Messerattacke, dieses Mal aus mutmaßlich linksextremer Richtung. Ja, irgendwie geben sich die Extremisten da die Klinke in die Hand. Erst die religiös-islamistischen Extremisten, jetzt die mutmaßlich Linksextremisten. Aber gucken wir uns mal an, was es damit auf sich hat. Es haben sich tatsächlich bereits zu Wort gemeldet, das Feserschen und die Göring-Eckardt. Also denen ist aufgefallen, das ist vielleicht nicht so geil, was da gerade los ist. Es wurde mitgeteilt, dass das ein Angriff auf die demokratischen, freien, geheimen und gleichen und allgemeinen Wahlen wäre. Denn attackiert wurde ein AfD-Kandidat. Und zwar der Herr Koch. Nicht einfach so spontan aus dem Nichts in dem Fall, sondern also schon spontan aus dem Nichts, aber das Ganze hatte eine Vorgeschichte, denn der Herr Koch hat beobachtet, wie eine Gruppe von Leuten Plakate gestohlen hat, Wahlplakate gestohlen hat von der AfD. Sind da mit den Plakaten wohl davongelaufen und der Politiker hat sie angesprochen, hat versucht sie aufzuhalten, hat mitgeteilt, die sollen die Plakate sofort hinlegen, das geht ja nur so nicht. Hat dann entsprechend ein Beweisvideo gemacht, wie er sie verfolgt hat, um die Plakate sicherzustellen. In der Zeit wurde bereits die Polizei alarmiert und als er die Gruppe dann erreicht hatte, gab es wohl ein Handgemenge. Das Video ist relativ verwackelt und im Zuge dessen hat einer der Täter, wohl ein 25-Jähriger, ja genau wie der Afghane letzte Woche, auf den Herrn Koch eingestochen. Trotzdem hat der Politiker anschließend die Verfolgung noch fortgesetzt. Er selber hat gesagt, er hat das gar nicht so schnell realisiert, dass er da Verletzungen davongetragen hat. Es hat ja auch was mit Adrenalin und so zu tun. Ist ihm dann erst im Nachgang aufgefallen, ist dann auch gelungen, die Täter zu stellen. Die Polizei konnte dann den 25-jährigen Ding festmachen und er sitzt jetzt wohl in einer Psychiatrie. Es gäbe wohl deutliche Hinweise auf eine psychiatrische Erkrankung, auf eine psychische Erkrankung. Ach so, interessant. Naja, lassen wir einfach mal kurz so sacken. Und überhaupt gäbe es ja gar keinen konkreten Anhaltspunkt, dass der Angreifer wusste, wen er da angreift. Das konnte bisher im Rahmen der Ermittlungen ja noch nicht belegt werden, dass der mutmaßliche Linksextremist, und man hat ja noch gar keine Idee, woran das nun gelegen haben könnte, dass der da eine Idee gehabt haben könnte, dass er gerade einen AfD-Politiker angreift. Naja, also da würde ich jetzt mal ein großes Fragezeichen dahinter setzen, denn wenn es tatsächlich aus linksextremer Richtung kommt und wer sonst stiehlt in der Regel AfD-Wahlplakate, also Oma Inge macht das jetzt selten in ihrer Freizeit, das hat ja meistens ein gewisses politisches Geschmäckle. Und wenn man über den potenziellen Täterkreis spricht, dann kann man von ausgehen, die sind mitunter wie die Stasi 2.0, die wissen ganz genau, wer da wer ist. Wir haben ja mitunter nichts Besseres zu tun, als andere Leute zu bespitzeln, die ihnen politisch nicht in den Kram passen. Wenn da also ein Linksextremist, sofern er einer ist, das wird sich hoffentlich herausstellen, Wahlplakate wegträgt und anschließend auf einen Kandidaten eben jener Partei trifft, dann bin ich mir sehr sicher, wird er auch wissen, wen er da gegenüber hat. Aber na klar, das hätte ja dann einen politischen Hintergrund und das kommt ja am besten Absurdistan aller Zeiten etwas ungelegen. Deswegen ist es ja etwas leichter zu erklären, so politisch gesehen, wenn es ein psychisch Kranker war. Naja, der sitzt jetzt erstmal ein in der Psychiatrie. Dem Herrn Koch geht es wohl soweit den Umständen entsprechend gut, kann wohl heute wieder entlassen werden aus dem Krankenhaus. Aber der Tageslügler hat da noch einen abgelassen, habe ich auch gedacht, das meinst du jetzt bitte nicht ernst. Wenn man wissen möchte, was in der medialen Berichterstattung in diesem Land schiefläuft, dann muss man nur diesen Tageslügelartikel lesen. Da steht nämlich drin, der AfD-Politiker habe nur Verletzungen am Ohr und am Bauch davongetragen. Ach, nur? Dann ist ja alles okay, oder wie? Also Verzeihung, worüber reden wir hier? Reicht das nicht? Also jetzt mag eine rhetorische Frage sein, aber was sind denn das mittlerweile für, was ist denn das für ein Framing? Nach dem Motto, auch ist ja halb so wild. Ja, meine Güte, ist ja nur am Ohr und am Bauch getroffen worden. Hätte ja schlimmer sein können, hat ja seinen Kopf behalten, ne? Also Verzeihung, aber selbst wenn er sich nur in den kleinen Finger geschnitten hätte, als er den Angreifer da abgehalten hat vom Fliehen, stoppen wollte. Selbst das wäre schon zu viel. Was heißt, er sich geschnitten hätte, der ist ja angegriffen worden. Das zeigt ja das Video, dass der Typ ausholt. Also das war jetzt nicht so, dass er da versehentlich reingelaufen ist. Das war schon ein gezielter Angriff von dem, was da bisher so publiziert wurde. Aber die mediale Berichterstattung, die ist doch Wahnsinn, oder? Er hätte ja nur Schnittwunden am Ohr und am Bauch davongetragen. Na schön.
dann ist ja alles in Butter. Dieses Mal war es übrigens ein Teppichmesser, mit dem der 25-Jährige da offensichtlich um sich gemessert hat. Warten wir mal ab, wann der nächste Übergriff in Mannheim stattfindet. Scheinbar ist in Mannheim irgendwo ein Hotspot. Ich weiß nicht, wie man das anders nennen soll. Aber es ist und bleibt doch einfach nur irre. Und wenn man jetzt mal die Argumentationsstruktur der Grünlinge bzw. generell der Hampel verwendet, dann könnte man eigentlich sagen, liebe Grünlinge, liebe Hampel, ihr habt damit gemessert. Die sind die Ersten, die regelmäßig der AfD unterstellen, sie wären schuld dran, wenn irgendwo zwei Besoffene in Streit geraten. Das wäre ja rassistisch und da ist ja die AfD der geistige Brandstifter dafür. Nach dieser Logik, liebe Grünlinge, Göring, Eckardt und so, seid ihr die geistigen Brandstifter, die solche Taten erst möglich machen. Wisst ihr warum? Ja, ganz einfach. Jetzt wird geweint, das wäre ein Angriff auf faire, demokratische, freie Wahlen. Wer stellt sich denn am laufenden Band hin? Ja, da muss man die CDU auch mit einbeziehen, ich weiß. Aber wer stellt sich denn am laufenden Band hin und behauptet, wir sind die einzig wahren Demokraten? Wer stellt sich denn am laufenden Band hin und spricht von den demokratischen Parteien und grenzt ganz gezielt die AfD davon aus? Was macht denn das mit psychisch labilen, potenziellen Tätern, aka Extremisten? Gehen wir mal ganz kurz tief in uns. Da wird auf höchster politischer Ebene regelmäßig einer gesamten Partei und all ihren Mitgliedern das Demokratensein abgesprochen. Nach dem Motto, sie wären eine Gefahr für die Demokratie. Heißt also, wenn da jemand so ein bisschen nicht ganz rund läuft, so die Grundstücksbegrenzung einen kleinen Schaden weg hat, dann könnte der daraus ableiten, dass es ja ein Kampf für die Demokratie ist, wenn man die bösen Antidemokraten attackiert, nicht wahr? Also aus so einer kruden, kranken Gedankenwelt ergibt das dann komischerweise wieder Sinn. Und wenn man die eigene Logik der Hampelkonsorten verwendet, dann sollten sie vielleicht mal den da machen. Ich halte nichts von dieser Logik, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Verantwortlich ist immer der Täter. Sollte man den Grünen auch mal mitteilen. Die sind die Ersten, die sonst immer geifern. Aber sonst argumentieren sie immer genau so. Also praktisch ist es jetzt denen einen Spiegel vorhalten. Und jetzt plötzlich ist es aber ein Angriff auf die Demokratie und das geht ja gar nicht und haut der wie schlimm. Naja, nach eurer Logik müsstet ihr Sorge dafür tragen, dass überhaupt nicht erst so ein Narrativ entsteht, das einen Rechtfertigungsgrund, Entschuldigungsgrund für andere liefert, um eure politische Konkurrenz anzugreifen. Aber genau das tut ihr, und zwar 24/7, 365 Tage im Jahr. Dann wird sich hingestellt und rumgegeifert, dass die anderen ja Antidemokraten wären, eine Gefahr für die demokratische Grundordnung. Und deswegen müsste man sie ja bekämpfen. Ja, euer Bekämpfen mag sich, je nachdem, wer es gerade ausgesprochen hat, vielleicht wirklich auf einen verbalen Bereich beziehen. Aber sehen eure Anhänger oder mutmaßlichen Anhänger das genauso? Können die da differenzieren zwischen in einer Debatte mit Argumenten kämpfen oder auf der Straße mit Messern kämpfen? Ich wage es zu bezweifeln, nicht wahr? Also, liebe Grüne, liebe Nancy, selbst das Feserchen hat sich nämlich zu Wort gemeldet, macht mal den da. Es ist einfach nur irre, dass wir mittlerweile fast täglich irgendwo in diesem Land einen Messerangriff zu beklagen haben. Und eben nicht mehr nur noch aus dem islamistischen Bereich. Jetzt offenbar auch noch politisch motiviert. Im Wahlkampf. Da denkt man sich erstmal seinen Teil, ansonsten wird das Video nämlich zensiert, wenn ich das noch auf Maus spreche. Und dann denke ich, dass wir uns heute Abend nochmal in voller Länge sehen. Gestern habe ich es nicht hinbekommen, das war so ein langer Tag am Stall. Wir hatten ja Pferdefüßchentherapie, es hat dann doch wieder alles sehr lange gedauert, aber es ist wichtig, es hilft den Pferden sehr. Aber da war ich dann so K.O., als ich zu Hause war, da habe ich keine Nachrichten mehr gemacht. Ich denke, es ist nachvollziehbar. Soll sich heute ändern. Ich denke, dass wir noch hier so ein kleines Late Night machen. Mitternacht, Pi mal Daumen, na, Mitternacht werde ich nicht schaffen, aber so zum späteren Abend hin werde ich sicher noch einen Themenzettel schreiben. Aber jetzt einen schönen Abend euch allen. Ärgert euch nicht zu sehr über den Wahnsinn, der in diesem Land mittlerweile völlig normal ist. Und dann lassen wir den Rest der Woche auf uns zukommen, denn die Wahl ist ja noch ein paar Tage hin, nicht wahr? Nicht mehr viele Tage bis zum Wochenende, aber da kann doch einiges gemessert werden hierzulande. Und es scheint ja mittlerweile zum guten Ton zu gehören. Ja, sicherlich stellt man sich dann hin und verurteilt das und wie schlimm das alles ist. Aber macht es das besser? War es nicht von Anfang an vorhersehbar, dass genau sowas entstehen könnte? Ja. Macht euch da bitte eure eigenen Gedanken zu. Bis später.